Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, Leute, ungewöhnliche Maßnahmen. Ich stehe hier zu Hause vor meinem kleinen Schrank. Nichtsdestotrotz machen wir einfach mal ein nices Video über Übergangsjacken. Los geht's. So, Freunde, ich habe natürlich verschiedene Jackenarten rausgesucht. Alle Jacken solltet ihr symbolisch nehmen, wirklich nicht als 1:1, weil es wird die auch teilweise nicht mehr zu kaufen geben. Ist natürlich Geschmackssache, wie er möchte, aber wir fangen einfach mal an. Und ich zeige euch meine erste Jacke, die ich als Übergangsjacke auf jeden Fall mit einplanen werde. So, die erste Jacke, die ich als Übergangsjacke mit einplanen werde, ist die sogenannte Workwear Jacket. War bestimmt früher mal wirklich so Arbeitskleidung. Dementsprechend, da kommt der Name wahrscheinlich auch her. In dem Fall ist sie jetzt hier von Closed. Die ist in Khaki gehalten. Farbtechnisch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Khaki, beige, braun, schwarz. So, diese ganzen Töne sind meiner Meinung nach auf jeden Fall mega im Trend. Und da gibt es auch verschiedenste Varianten von diesem Workwear Jacket. Ob es jetzt bei Uniqlo, H&M, Zara etc. Überall gibt es diese Jacken und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Variante als Übergangsjacke. Ich habe jetzt hier die von Close, die ist in Khaki. Bin mega happy damit. Das Coole an dieser Jacke ist, ihr könnt die wirklich ein bisschen schicker kombinieren. Einfach, was weiß ich, Jeans, ein Hemd, irgendwie ein paar coole Loafers oder so. Oder halt auch ein bisschen lockerer, ein Hoodie drunter oder mit einem normalen T-Shirt, ein bisschen mit Sneakern. Es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie ihr so eine Jacke auf jeden Fall stylen könnt. Dementsprechend eine Workwear Jacket ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Variante als Übergangsjacke und könnt ihr auf jeden Fall mit einplanen. Das war meine Jacke Nummer 1. So, Leute, kommen wir zur Jacke Nummer 2. Und Jacke Nummer 2 ist ganz klar der Trenchcoat. Der Trenchcoat, egal ob es jetzt ein beige, dunkelblau, schwarz, in Khaki, es gibt verschiedenste Farbvarianten. Ein Trenchcoat ist wirklich eine ideale Übergangsjacke. Hält natürlich auch immer vor Wind und Wetter warm, weil er nicht so ganz, ich sag mal, Luft- und regendurchlässig ist. Hat eine schöne, coole Silhouette, könnt ihr sowohl klassisch als auch sportlich tragen. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier wirklich einen ganz simplen Trenchcoat von Benetton. Nichts wirklich Weltbewegendes, keine High-End-Fashion-Marke, die wieder 1000 Euro kostet, sondern wirklich ein cooler Trenchcoat. Auch da werde ich euch in der Infobox einfach mal ein paar Sachen verlinken, sodass ihr da auch mal ein paar coole Sachen seht in verschiedenen Farben. Und dementsprechend auch hier muss es nicht immer das High-End von Burberry sein, sondern in dem Fall hier auch einfach ein cooler Trenchcoat von Benetton. Günstige Marke, gute Qualität und ich habe den jetzt schon ein paar Jahre, dementsprechend auf jeden Fall solltet ihr als Übergangsjacke in Trenchcoat mit einplanen. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 3 und als Jacke Nummer 3 auf jeden Fall die Biker Jacket. Meiner Meinung nach eins der Männer Essentials überhaupt und in dem Fall ist das jetzt hier meine Biker Jacket von Saint Laurent. Ich denke, eine Biker Jacket auf jeden Fall ist eine sehr, sehr coole Übergangsjacke und das solltet ihr auf jeden Fall mit einplanen. Sie soll auch gar nicht als Paradebeispiel hier gelten. Wie gesagt, das ist nur eine symbolische Geschichte, die findet ihr natürlich in verschiedensten Varianten überall immer wieder verfügbar. Wenn ihr eine coole, ich sag mal Standard Biker Jacket habt, kriegt ihr natürlich auch ein Hoodie darunter. Könnt ihr ganz chillig mit, ich sag mal, T-Shirt rocken. Aber ihr könnt sowas auch mal mit einem Hemd rocken. Ein bisschen mehr rockiger Look. Also da gibt es auch der Kreativität freien Lauf. Könnt ihr einfach mal gucken, wie euch das gefällt, wie ihr das kombiniert. Und dementsprechend eine Biker Jacket solltet ihr auf jeden Fall mit in eure Frühlingsübergangsjacke einplanen. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 4. Natürlich ist die Jeansjacke eine ideale Übergangsjacke. In dem Fall jetzt hier eine klassische Vintage-Jeansjacke von Levi's. Die auch könnt ihr auch als symbolisch nehmen. Ihr müsst keine Levi's-Jeansjacken haben. Ihr könnt eine bei H&M, Zara etc., Uniqlo, was weiß ich. Überall könnt ihr kriegt ihr Jeansjacken. Dementsprechend guckt einfach, ob die euch passt etc. Ihr könnt sogar Jeansjacken auch in verschiedensten Farben tragen. Schwarz, beige, weiß. Weiß vor allen Dingen dieses Jahr auf jeden Fall auch cool im Trend. Eine coole Farbe, dieses ganze Helle. Ich weiß, da fühlt man sich im ersten Moment ein bisschen komisch mit und ist sehr, sehr anfällig, aber es sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ich finde, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und dementsprechend auf jeden Fall sollte ihr als Übergangsjacke eine Jeansjacke am Start haben. So, Leute, kommen wir zu der nächsten Variante und eigentlich, wer mir auf Instagram folgt, wer das natürlich macht, kann das hier gerne noch nachholen. Hier ist nochmal mein Profil verlinkt. Auf Instagram seht ihr das immer wieder bei mir und das sind die sogenannten College Jackets. Ich habe verschiedenste College Jackets. Diese zwei sind jetzt einfach mal symbolisch. Ob man jetzt hier so eine Saint Laurent Teddy nimmt, ja, das Modell heißt Teddy, in Khaki, ist auch ein älteres Modell, gibt es zum Beispiel gar nicht mehr zu kaufen, aber auch hier gibt es immer wieder Farbvarianten, die neu oder wiederkehrend auf den Markt kommen. Oder hier wirklich eine klassische, sehr, sehr coole, wirklich, ich bin mega angetan, einfache, klassische College Jacket. In dem Fall ist jetzt hier von Gant sehr hochwertig gemacht, wie hier, ob jetzt hier diese Details sind mit den Nummern oder das Logo oder diese Stickereien etc.
Auch hier wieder nur symbolisch nehmen, wenn es euch sowas natürlich gefällt. Ich verlinke euch das, was ich kann, natürlich unten in die Infobox. Aber die Jacke zum Beispiel hier, ich freue mich extrem, diese Jacke diesen Frühling wieder tragen zu können. Und generell eine College Jacket. Auch da habt ihr da verschiedenste Stilrichtungen, wie ihr das kombinieren könnt. Aber für mich auf jeden Fall, wenn nicht sogar meine Favorite Übergangsjacke im Moment. College Jackets. So Leute, und dann sind wir schon bei der letzten Variante für mich als Übergangsjacke, die ich auf jeden Fall mal einplanen werde und die auf jeden Fall ein Trend sein wird, mit dem man ganz lässig aussieht, sind sogenannte Overflannels. Also keine einfachen Flannelhemden, sondern wirklich so eine Art Jacke als Flannel, einen Ticken dicker gehalten. In dem Fall sind jetzt hier symbolisch gesehen von Off-White, einmal in Schwarz-Rot, einmal in Schwarz-Weiß. Ich trage die extrem gerne in diesen, ich sag mal, Übergangszeiten und meiner Meinung nach vom Stil her auch super kombinierbar, ob man die ein bisschen lässiger trägt oder ich sag mal ein bisschen mehr casual. Da habt ihr natürlich auch die Varianten. Sowas geht natürlich nicht so classy, also das könnt ihr nicht wirklich schick kombinieren, finde ich persönlich, aber so dieses casual oder wirklich street-stylig, könnt ihr Flannel wirklich super mit einplanen und es hält euch auf jeden Fall auch als Übergangsjacke ideal warm. Und ja, das würde ich auf jeden Fall auch noch mit einplanen. So Freunde, das sollte es wieder gewesen sein. Das waren meine Top-Übergangsjacken. Falls euch das Video natürlich gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da und ein Like. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns. Peace. Ciao.